Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Hogwarts Legacy Let's Play. Ihr wisst ja, die Hauptstory ist beendet und wir gehen jetzt die ganzen Nebenquests und Beziehungsquests an. Und letztes Mal haben wir sehr viel Zeit mit den magischen Tierwesen verbracht. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, dass wir heute vielleicht Deeks Aufgabe weitermachen. Aber da die auch was mit magischen Tierwesen zu tun hat, höchstwahrscheinlich, machen wir heute etwas anderes, und zwar Sebastians Quest. Das heißt, wir hauen uns in die nächste Höhle rein, in die nächste Katakombe oder Mine oder was auch immer. Und ich bin gespannt, weil ich glaube, wir würden heute einen unverzeihlichen Fluch lernen. Mal gucken, ob wir das tun. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon, was ich tun werde. Wir legen los mit diesem Part. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Für diese Quest müssen wir in eine Katakombe, steht da schon. Herrlich. Ach ja, und wir haben, glaube ich, noch Herausforderungen fertig, die ich jetzt hier einsammeln kann, bevor ich das vergesse. Ja, die Belohnung haben wir. Was habe ich da jetzt gerade bekommen? Egal. Ich werde es schon mal rausfinden. Hier haben wir eine Steinhalskette. Interessant. Oh, ganz viele hier. Ich habe schon lange nicht mehr eingesammelt. Upsi, die Buchseite, da war nix. Und hier auch nicht. Okay. Ah, war gar nicht so viel. Das passt schon. So, Karte. Wir müssen in die Katakombe. Und da ist was anderes gerade noch eingetragen. Das war, glaube ich, letztes Mal wegen den magischen Tierwesen, oder? Nee, da ist irgendwas anderes. Egal. Wir müssen hier hin. Okay. Dann ab in die Nähe. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. So, ach, da sind wir in diesem Haus. Okay. Oh, das war jetzt hell. So, ich hole direkt mal den Besen raus. Hui. Zerschlitze einen baumelnden Suffkradler. Das ist ja eine Aufgabe. Eieiei. So, irgendwo hier müssen wir hin. Ach, das ist eh das Schloss. Da waren wir letztes Mal sogar. So. Flieg, flieg, flieg. Da sind Merlins Aufgaben, alte Magie. Ich schnapp mir die alte Magie hier mal. Wisst ihr, wir müssen das nebenbei auch so ein bisschen machen. Wir dürfen das nicht vernachlässigen. Das sind auch ein paar Gegner. Was war das? Du hast das Gefühl, du bist nicht allein. Ach, was? Das täuscht dich. Also ich habe auf jeden Fall vor, während den Nebenquests auch immer wieder solche Sachen zu machen, weil sonst werden wir hier nicht fertig. Also wisst ihr, ich möchte hier alles machen. Und wenn ich dann zum Schluss alles übrig habe an solchen Aufgaben, das ist natürlich auch langweilig. Ach, was sagst du mit Renrock? Der kann gar nichts mehr sehen. I'm sorry, mein Lieber. Okay, ich pack den Besen aus. Ich will gar kein Reittier, ich habe B gedrückt. So. Und da ist das letzte. Da ist auch eine Truhe. Oh. Perfekt. Normalerweise sagt sie jetzt immer so, wenn das Professor Fig sehen könnte. Oh Mann. Kann er nicht. Hier ist auch irgendwas. Confringo. Bombarda. Jetzt ist es runtergefallen. Nee, aber du. Auch nicht mehr so schwierig, so hier ist irgendwas. Revelio. Nee, hier wird mir was anderes angezeigt. Nee, ich lasse mich hier nicht verarschen. So ist es nicht. So, dann gehen wir nochmal da hoch. Da ist noch was. Da ist ein Fragezeichen. Ich sehe das doch.
Komme ich denn da rein? Ein Schloss. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oh ja. Da ist eine Truhe. Was ist denn das? Fragezeichen. Seit spiele ich schon so lange Hogwarts Legacy und weiß nicht, was das Fragezeichen ist. Aber das ist was. Oder ist es da unten? Da steht, ich muss da. Ist das wegen dem hier? Dass da ein Laden ist? Nee. Priya Treadwell. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo, ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ja, ja. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Aha. Könnte ich mir ansehen? Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Ein Besen. Familienerbstück-Besen. Ah. Okay, und sie hat auch Tränke und magische Tierwesen. Ja, ist jetzt nicht so interessant für mich. I'm sorry. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Also bei ihr gibt es auch noch eine Nebenquest, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Aber das ist Fragezeichen mit dem Pergament. Also da gibt es einen Brief wahrscheinlich. Müsst ihr mir mal schreiben, was das Fragezeichen bedeutet. Aber ich möchte eigentlich jetzt weitermachen mit der Quest mit Sebastian. So, und jetzt auf zu Sebastian. Auf. Da müsste er irgendwo sein. Manchmal fällt mir das schwer mit den Wegen, die zu verfolgen. Deswegen auch der eine Cut gerade. Weil wenn man zwei verschiedene Sachen ausgewählt hat, dann wird es schwierig. Und dann habe ich mich verflogen. So. Die nehmen wir auch gleich mit. So. Luftballon. Und der letzte. Und ich fliege gekonnt vorbei. So. 15. Oh Mann, da gibt es aber auch noch viele. So, Sebastian, was machen wir schon wieder in Katakomben? Kannst du mir das erzählen? Du bist hier. Gut. Ja, klar. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Stand noch was im Bericht des Schülers? Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe? Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ja. Und wenn er dann erfährt, was wir getan haben, ist er noch wütender. Also, Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zu Tage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal inmitten der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ja. Wieso müssen wir eigentlich mit Sebastian immer in solche Spinnenhöhlen rein? Beziehungsweise, ich glaube, dass hier Inferi auf uns warten, weil Katakomben sind ja eigentlich immer so. Ich bin mir so sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ja, aber Spinnen... Oh, guckt. Oh nein! Wieso? Ich hab's ja schon geahnt. Das ist auch immer so doof. Du lebst ja auch zumindest gar nicht mehr. Wissen wir, dass wir nicht allein sind. Ja. Vielleicht war's das. Der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Ja, klar. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut.
Wir sind schlau, Maya. Na klar sind im restlichen Teil auch noch Insekten. Spinneninsekten. So, ich mach das. Das ist mir lieber. So. Ach hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Klar. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Ach so, weil das ja eine Katakombe ist. Normalerweise öffnet man hier nichts. Ja, klar. Höher als ich dachte. Ist auch okay. So, Lumos könnte ich noch brauchen. Ach so, Levioso brauche ich ja auch. Hä? Ach so. Zuerst mal wechseln, Cersei. Dann kannst du was bewegen. So. Das werden wir hier wahrscheinlich gleich brauchen. Nee. Nein. Das war's. Ich verwechsel Bombarda und Confringo immer, weil die so ähnlich aussehen. Eine Spinne raus. Ah, da kann ich hoch. Guckt. Nein. Confringo. So, er denkt sich auch an. Sie da eigentlich? Kann ich ihr irgendwie behilflich sein? So, wir gehen jetzt hier hoch, weil ich will hier looten. Da. Eine Truhe an einem unverdächtigen Ort. Toll. Jo. So, komm, Sebastian, weiter geht's. Geh mal rein in die Höhle ohne Insekten. Glaubst du ja nur selber, das sind wir schon. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Confringo! Manchmal sind die echt schnell erledigt. So, wo geht's am ehesten lang? Geh mal weg. Bombarda. Dass ich dir weh tue. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Ja, nee, wartet mal. Spinnen mit eurem Angriff. Ach hier. Wir haben hier noch was, oder? Wartet, wo kommen wir her? Da kommen wir her. Und was ist da? In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Oh, ich habe keine Ahnung. Du magst das prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar. Ja, aber noch manchmal weiß man nicht, wo gut ist und wo nicht. Irgendwie seltsam. Ist doch eher hier noch Loot. Oh, die Spinnen sind weg. Nein. Was dachte ich mir eigentlich? Geh weg. Oh, da hat man echt lange Zeit, noch sich zu schützen. Teilweise. Besiege Spinnen, 45 von 70. Naja. Wie viele Spinnen kommen noch? Okay. Da ist eine Truhe. Das war eine Loot-Truhe, okay. Dann war es doch richtig, hier hinzugehen. Da ist auch noch eine. Und Sebastian folgt mir hier auch gar nicht. Also ja, definitiv Loot. So, jetzt die andere Richtung. Hallo Sebastian, wie geht's? Hast du schon rausgefunden, was wir zu tun haben, um wieder weiterzukommen? Natürlich nicht, du glotzt einfach hier nur auf die Skelett. Ist etwas. Oh Mann, das ist ja auch echt schwierig so. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel.
Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Ein böser Zauberer, wahrlich. Ja, also Gebeine als Schlüssel war nicht schwer zu verstehen. Akio, Akio, Akio. Ist da irgendwo was drin gewesen? Nein. Doch, da sind Gebeine. Das kennen wir schon. Glaube ich. Mit Levioso oder? Nee, mit Akio war das. Akio. Ingardium Leviosa. Beides. Akio. Hä? Ich guck mir mal das hier an. Bombarda. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Loot, loot, loot. Gebein. Gebein, Gebein, Gebein. Akio. Bin ich ein bisschen zu nah dran. So, du kommst mit. Oder ihr? Ist denn mehr als einer? Hallo. Kommt ihr wieder her? Ja, ist noch rein. Ja, tatsächlich. Tja. Ja, ja, die machen hier irgendwie eine Tür. Akio. Ingardium Leviosa. So, und die noch. Ja. Speziell, aber okay. Wow! Was ist los? Achso, ich muss mit ihm erst labern. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Woher die Tagebuchseiten? Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Fang an. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Die Barrikaden sind natürlich schon... Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Ja, hier alles schon gemacht. Das Gespräch war eigentlich überflüssig, aber jetzt kommen wieder Spinnen. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Hm. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ich möchte den Imperiusfluch nicht lernen. Ich möchte den Imperiusfluch gerne lernen. Woher kennst du den Imperiusfluch? Was bringt dieser Fluch mit sich? Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Ne. Den Imperiusfluch zu lernen ist keine gute Idee, finde ich. Wirklich? Aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Aber ich dränge dich nicht. Was uns auch begegnet, ich halte dir den Rücken frei. Genau, ihr kennt ja mein Vorhaben. Ich lerne hier gar keinen Fluch. Sei auf der Hut. Jetzt kommt Spinnen, Achtung. Genau. Ich lerne hier gar keinen Fluch. Das mache ich in meinem nächsten Let's Play zu Hogwarts Legacy. So. Easy.
So, ich denke mal, dass es hier weitergeht und da nicht. Confringo. Ach ja. Bombarda. Noch eine Barrikade? So gut, ja, wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Confringo. Schon wieder eine Spinne hier. Ja. So. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ach, wartet mal, das sind verschiedene Zeichen. Ja, also die gehören hier wieder hin. Dann ist das doch dort die Lootstelle, dann gehe ich da doch vorher hin. Ah, diese Spinne immer. Guckt sie, wie sie im Netz da hängt. Das ist so eklig. Eklig. Das ist voll die große Spinne. Bekomme ich so Gänsehaut, wenn ihr das sehen könntet. Was ich für eine Gänsehaut habe. Nee, hier kann ich gar nicht weiter. Das war eine Verarsche hier. Doch, da ist eine Truhe. Eine kleine Truhe. So, geht's jetzt hier lang oder hier lang? Nee, dort lang. Dort ist der Kreis lila. Also muss ich hier die Spinnen hier besiegen. Wenn ich die Loot haben möchte. Das Loot. Oh, das ist eine große. Ah, ich mag keine Spinnen. Matriarchin, das ist noch immer nicht die große gewesen. Gibt es noch größere? So. War's das? Wusste nicht, dass Spinnen so eine Sache machen. Bisschen dramatisch, hm? Spinnen sind dramatisch. Also das sind mit Abstand meine Hassgegner. Also meine absoluten Hassgegner. Ah, da sind auch noch Beine drin, oder wie? Das heißt, ich musste da sowieso hin, oder? Nee. Nur Geld. Und Mega-Power-Tränke. Und Spinnen. Meine Truhe, Sebastian, geh weg. Mein Loot. Oh, nee, hier ist was. Was ist hier? Oh, eine fette Truhe. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers steht. Das ist schön, irgendwas Orangenes. Hier war schon lange niemand mehr. Fürs Gesicht. Revelio. Nee, ich glaube auch, dass hier schon lange niemand war. Sebastian, du brauchst nicht mit reinkommen hier. Lass mir doch ein bisschen Privatsphäre. Also der Sebastian, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber ich wollte es sagen, ist so ein richtiger Bad Boy. Also er gibt mir so richtig Bad Boy-Vibes. Muss ich da jetzt durchlaufen? Nee, doch. Haben wir hier noch irgendwo Gebeine? Revelio. Nee, nur Loot. Nur Loot. Entspanntes Gewand. Klar. Was man nicht alles findet in so einer Katakombe. So, wir müssen dahin. Komm, Sebastian, lauf mir nach. Brauch noch Gebeine. Aber ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Da steht ein Symbol. Verschiedene Symbole. Dann kriege ich wahrscheinlich die letzten Gebeine raus, wenn ich das hier löse. Wir haben hier zuerst das. Nee, das kann nicht sein. Zuerst das. Und dann das. Und dann geht das auf. Nee. Revelio. Hab ich was übersehen?
Ja, dahinter sind Sachen. Loot. Loot ist da. Und da sind Gebeine. Okay, wir haben einmal das Zeichen da drauf. Das geht halt direkt wieder rein. Einmal dieses Dreierzeichen hier. Aber das gibt's hier nirgends. So, doch, hier. Hier ist das. Dann wäre für mich die Logik, dass ich zuerst das rausziehe und dann das rausziehe. Ach ja, eh. Ist ja sogar logisch. Ist ja genau die Lösung, Cersei. Was machst du dir überhaupt für Gedanken? So, zuerst das und das, das. Knochenarbeit. Dein Humor, Sebastian. So. Du warst stolz auf mich. Das ist süß. Und hier ist nichts mehr. Nee. Gut, dann gehen wir da rein. Was hältst du davon? Mir wird klar, dass Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Schon? Spinnen? Es kommen noch mehr. Ja, ja. Trink auch mal wieder einen Trank, weil wieso nicht? Können auch ein paar Kauköle hier austauschen. Austauschen. Freilassen. Weil wieso nicht? Nein! Och Gottchen, der sieht groß hier. Die hab ich ja gar nicht mehr. Ich kümmere mich um die Giftige. Ja, das war's mit der Großen. Wie machen sich die Kleinen? Ach, easy. Einen Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Das war jetzt gar nicht so schwer. Mit den Kaukeln. Und mit dem Edurus-Trank. Oh. Oh. Fliegen doch die Gebeine von den Spinis rum. Eine Wurzel. Da kommen die runter. Die ekligen Spinnen. So, was haben wir hier? Ach, hier. Na toll. Alles gar keine Sackgasse. Warte mal, gib noch nicht auf. Ja. Das ist dein Problem, Sebastian. Du gibst zu schnell auf. Wir müssen hier uns erstmal umgucken. Alles einsammeln. Ein bisschen Rebelliosen. Kein Wort, ich weiß. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Ich denke mal, wir müssen den Fluch anwenden. Ja klar, müssen wir. Das sind drei aufgespießte Menschen. Sebastian, das Relikt, sieh nur. Oh, das ist das Relikt. Ist das Bam! Möglich? Das war jetzt gerade so cool, wie das rangezoomt ist. Ist es möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Eieiei, das geht schief. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ja. Pass wirklich auf, der sperrt dich sonst noch irgendwo ein. Rebellio. Ja, ich bin eine gute Hexe. Ich heiße das natürlich auch nicht so gut, was wir hier tun. Da ist noch ist so viel Loot da hinten. Ominous? Nein! Das war so klar. Das war so klar. Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß,
dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ach, da steht er. Ich muss jetzt Orbinus überzeugen. Oh Mann, ich bin ja auch nicht so. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Aha. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Also gut. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hasse ich hoffe, es. Ich bereue das nicht. Wenn ich zwischen zwei Sebastian, so sturen Boys so stehe. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ja. Ominous schon. Gehen wir. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erklär's unterwegs. Komm. Komm. Wir eilen nach draußen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Ich verlaufe mich gerade, oder? Ach ja, da gibt's diese eine Funktion, dann finde ich ja raus. Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wann ich die triggere. Wenn ich da oben bleibe? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendeine Kombination, die ich drücken muss. Keine Ahnung. Wo mir dieses Buch dann anzeigt, wo ich hin muss. Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Ja. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen. Dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Der gute Sebastian. Der ist manchmal einfach nur ein Sturschädel. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Ja, ja. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder... Redet dir das nur ein, Sebastian. Ich loote hier noch ein bisschen, bevor wir rausgehen. Die zwei sind solche Sturköpfe. Das ist echt Wahnsinn. Oha. Das hat mir auch jemand geschrieben mit den Teufelsschlingen. Dass euch das auch neu ist, dass man da direkt stirbt, wenn man reinfällt. Ja. Vielleicht haben die das mit Bugfix gemacht. Ich weiß es nicht. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Ja, ja. Lumos. Kann ich rübergehen so einfach? Nee, da komme ich nicht hoch. Ich muss ein Feuer machen. Offensichtlich, oder? Confringo. Ja. Nee. Achso, ich kann eh Akio machen. Okay. Komm ich ja jetzt da ist wieder hoch? Hallo, Mädchen. Geh hoch. Geh hoch. Ey! Wirst du wohl da wieder hochgehen? Okay. Ich komme da nicht mehr hoch, dann habe ich aber jetzt ein Problem. Weil das wird wahrscheinlich eine Brücke formen. Confringo. Oder?
Okay, ich muss da hoch. Ach, jetzt kommt sie hoch. Wo ist es? Gebeine. Jetzt formen die sich. Und formen die sich. Und dann komme ich rüber. Wackelige Knochenbrücke steht. Confringo. Nein, nein, Bombarda. So. Revelio. Führt das jetzt noch hin? Wieso geht hier auch ein Weg weiter? Ach so, raus. Komme ich hier auch raus? Aber jetzt habe ich die zwei ja da hinten gelassen. Nee, hier komme ich nicht raus. Ah, jetzt bin ich da. Mittelgroße irgendwas. Hat aber interessant ausgesehen. Geht das auf? Nicht? Ach doch. So, Sebastian, ich bin wieder da. Geh mal raus. Da. Ja. Das war richtig. Genau. Und dann da hoch. Und draußen. Ei, die zwei Sturköpfe. Was tun wir nur mit denen? Ei, 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 ei. Was wir uns Als da noch mitmachen sind, müssen. Wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das ja. war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Das nenne ich mal Geschwisterliebe. Also er liebt seine Schwester so, so sehr. Er will sie unbedingt heilen. So, als ob er sich vielleicht auch selbst die Schuld für das Ganze gibt und jetzt das Ganze wieder richten möchte, auf jeden Fall. War ein spannender Part. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte mit Sebastian, Anne und Ominous enden wird. Aber das erfahren wir nicht heute, weil der Part ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn es so ist, gebt dem Part gerne einen Daumen nach oben. Unten könnt ihr mich auch abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr unterstützen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, bis dahin, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Nacht, habt, keine Ahnung, schönen Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video guckt. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.